Ergänzung, bei den Kindern geht es mehr um Fangerles. 6 Kinder sind es ja, habe ich gesagt. Und hier im Garten kann man sich kaum verletzen, außer man fliegt da hinten in die Baustelle rein oder sonst was. Aber bei den Erwachsenen geht es ums Erbe. So ein komisches Gespräch. Also der Erblasser, so heißt er, im bürgerlichen Gesetzbuch, entscheidet, wer es kriegt. Und vielleicht testamentarisch. Bei mir gibt es auch ein Testament übrigens von 1996. Was da drin steht, möchte ich allerdings nicht öffentlich posten. Sie haben bestimmt Verständnis dafür. Also wenn man dauernd den Rubel hin und her dreht, wo könnte ich noch was erben und wann bekomme ich endlich mal den Lottogewinn, dann ist das kein zufriedenes Leben. Ein zufriedenes Leben ist anders, wenn man dem materiellen Wohlstand entsagt, heißt es, glaube ich, oder ohne materielles Glück auskommen kann, trotzdem frei ist, so wie ich als Rentner. Ne? Ich wurde gefragt, wann kommt endlich deine zweite Rente, Betriebsrente, gesagt, nach Pfingsten. Bisschen Spaß muss sein. Ne? Das ist natürlich ironisch gemeint. Und der ehemalige Arbeitgeber hat sich da nicht gerade mit Ruhmesblättern geschmückt. Und das sage ich dem Landrat am 8. Mai. Wenn er mich fragt, wenn er mich nicht fragt, dann trinke ich einen Kaffee und esse einen Kuchen auf die Rechnung des Landkreises. Geht auch. Wenn man da so 33 Jahre lang gearbeitet hat, kriegt man Kaffee und Kuchen kostenlos. 3 junge Herren, wie alt ist denn der? 4? Halt! Halt! Nicht den, das ist mein Nussbaum, nicht kaputt machen. Also, schönen Abend noch.